Der Königssee. Ludwig Hartmann mit grünen Parteikollegen auf dem Weg zu einer Bergtour im Nationalpark Berchtesgaden. Da ist er in seinem Element. Denn Heimat und Naturschutz stehen für ihn ganz weit oben. Die Nationalparks in Bayern, wir haben ja leider nur zwei, sind die Hotspots der Artenvielfalt, aber auch ein Ort, wo sich Menschen gerne erholen und wirklich die Schönheit Bayerns genießen können. 20% plus X wollte Hartmann für die bayerischen Grünen bei der Landtagswahl. Inzwischen wirkt dieses Ziel mit Blick auf aktuelle Umfragen utopisch. Also noch mehr um jede Stimme kämpfen, sagt der gebürtige Oberbayer. Seine Lieblingsthemen sind Energiepolitik und Landwirtschaft. Ismaning bei München. Katharina Schulze liest aus ihrem Lieblingsbuch. Sie mag solche kleinen Begegnungen, auch wenn das Werben um Wählerstimmen auf diese Weise mühsam ist. Mühelos schafft sie hingegen den Bogen von der Räubertochter Ronja zum Hier und Jetzt. Ronja Räubertochter hat mir mein Vater, als ich ein kleines Kind war, immer vorgelesen und ich liebe dieses Buch. Weil dieses Buch feiert für mich das Leben, die Freundschaft und das deutliche Zeichen, dass man zusammen immer mehr schafft als alleine. Das haben sie auch in der Politik umgesetzt. Zwei Spitzenkandidaten für eine Partei. Hier bei einer Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern in Ingolstadt. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann ergänzen sich und teilen sich die Themen. Schulzes Schwerpunkte sind Kinder und Jugend, innere Sicherheit und Migration. Wer hier einen Arbeitsplatz hat, wer hier einen Ausbildungsplatz hat, soll den auch antreten können, soll Teil dieser Gesellschaft werden können, soll teilhaben können, denn das macht unsere Gesellschaft stark. Das mit dem Duo funktioniert gut, analysiert die Politikwissenschaft. Auch deshalb, weil Schulze und Hartmann als Team Bayern zwei völlig unterschiedliche Typen seien. Herr Hartmann steht eher für so kundige, detailreiche, ruhige, themendurchdringende Politik und Einstellung. Und Katharina Schulze ist eine Person, die sehr klar im Vordergrund steht, auch bestimmte Präsenz laut auch ist. Das sind einfach unterschiedliche Dinge, die sie so ein bisschen zeigen. Ortstermin auf einem Biobauernhof am Ammersee. Ludwig Hartmann hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir mitgebracht. Ist das nicht ein Wunder, sagt der, dass Kühe aus dem für Menschen ungenießbaren Gras das hochwertige Nahrungsmittel Milch machen? Hartmann stimmt zu. Den bayerischen Grünen aber beeindruckt noch mehr, dass dieser Hof seinen Strom selbst produziert. Und da ist er dann ganz schnell bei der Energiewende. Mich persönlich treibt bei der Energiewende am meisten an, wir schaffen doch dann endlich mal was, was wir mit gutem Gewissen und Stolz unseren Kindern vererben können, weil sie einen riesen Vorteil haben. Mehr Freiheit, mehr Klimaschutz, mehr Wertschöpfung in der Region. Heimat und Klimaschutz, da schließt sich dann auch der Kreis. Plärrerumzug in Augsburg. Die Grünen sind mit Katharina Schulze dabei und präsentieren sich als das, was sie immer noch am meisten sein wollen. Das ökologische Gewissen in einer vielfältigen Parteienlandschaft. Zugeschaltet aus Coburg nun Ludwig Hartmann, den ich herzlich begrüße. Herr Hartmann, Sie waren stärkste Oppositionspartei und Sie wollen das auch bleiben. Aber in Umfragen stehen die Aussichten dafür nicht so gut. Was wollen Sie jetzt auf den letzten Metern noch reißen vor der Wahl? Eine Woche bleibt Ihnen noch? Wir kämpfen um ein gutes Ergebnis und kämpfen um den Platz 2 im Bayerischen Landtag. Unser Fundament ist durchaus stabil. Wir liegen stabil bei 15% und hoffen jetzt in den nächsten Tagen noch mit dem Thema Energiewende, Klimaschutz, mehr Chancengerechtigkeit für unsere Kinder auch noch das ein oder andere Prozentpunkt obendrauf setzen zu können. Dass die Werte gesunken sind, schieben Sie das auf Berlin? Naja, man muss erst mal einordnen. Wir stehen trotz den Umfragewerten aktuell immer noch, wenn die zum Wahlergebnis werden sollten, in gut einer Woche, wäre das immer noch das zweitbeste Ergebnis, was die Grünen je in ihrer Geschichte in Bayern bei einer Landtagswahl eingefahren haben. Markus Söder droht wohl das zweitschlechteste Wahlergebnis. Also sozusagen sind die Werte relativ stabil. Sicher hat die Ampelpolitik und die Kommunikation es uns nicht einfacher gemacht im Wahlkampf. Die Wunschkoalition der Bayern ist und bleibt in Umfragen schwarz-orange. Also die amtierende Regierung aus CSU und Freien Wählern ist die Wunschkoalition der Bayern. Fehlt Ihnen tatsächlich das Bayern-Gen, wie Ministerpräsident Söder immer behauptet hat? Also ich finde es eigentlich ziemlich abwertend, was Markus Söder dort betreibt und allen Menschen, die nicht CSU wählen würden, das Bayern-Gen abzusprechen. Ich würde doch sagen, in Bayern zu leben, das ist auch ein Gefühl. Die Menschen in Bayern packen gerne an, setzen was um. Das sind doch alles Menschen, die zu Bayern gehören, die das Bayern-Gen haben. Ich würde sagen, alle Anpackerinnen, Anpacker der Energiewende gehören definitiv zu Bayern. Und da sind viele auch bei uns Grünen mit dabei.
Aber Sie haben ganz schön viel Wut abgekriegt in der letzten Zeit. Wutattacken der Bürger auf die Grünen. Nehmen Sie die Menschen nicht ernst genug mit Ihren Sorgen, Herr Hartmann? Überfordern Sie Bürger mit einer Politik für eher Wohlhabende, für Eliten? Wenn man sich anschaut, die Maßnahmen, die wir für die Energiewende aufs Gleis gesetzt haben, auch auf Bundesebene, die Energiepreisbremsen, da haben wir alle Menschen in Bayern entlastet. Mit dem 49-Euro-Ticket haben wir allen Menschen in Bayern ein günstiges Tarifticket für ganz Bayern, ganz Deutschland angeboten. Das Kindergeld wurde erhöht, der Mindestlohn wurde erhöht. Wir haben den Kulturpass auf Bundesebene für Jugendliche eingeführt. All Bereiche, wo wir den Menschen mit Sozialleistungen und mit günstigen Angeboten in einer Phase, wo die Inflation nach oben geschossen ist, unter die Arme gegriffen haben. Und es zeigt doch ganz deutlich, dass grüne Politik immer beides im Blick hat, die ökologische Komponente und die soziale Komponente. Noch ganz kurz, Sie duellieren sich nächste Woche Dienstag mit Markus Söder hier live im BR-Fernsehen um 20.15 Uhr. Womit wollen Sie ihn herausfordern? Naja, ich glaube, das warten wir den Dienstag ab. Ich werde es nicht an unsere Themen hier preisgeben. Das wird ein bisschen überraschend auch für Markus Söder sein. Aber was natürlich ganz klar ist, Energiewende, Klimaschutz und Chancengerechtigkeit in diesem wohlhabenden Land haben unsere Kinder wirklich beste Bildungschancen verdient. Und da kann Bayern durchaus besser werden. Ludwig Hartmann, der Spitzenkandidat der Bayerischen Grünen im BR24-Gespräch. Dankeschön.